Ja moin, willkommen zurück zu Europa Universalis 4 und dem, ja, einen Moment, auf den ich alle gewartet haben, außer mir. Ja, Krieg. Problem ist, wir haben keinen Kriegsgrund. Das gibt uns leider aggressive Expansion sein Großvater. Deswegen suche ich jetzt irgendwie verzweifelt noch die Möglichkeit, einen Kriegsgrund zu finden. Oder zu fingieren. Zum Beispiel Aschaffenburg. Hä? Warum kann ich gegen Aschaffenburg keinen Kriegsgrund fingieren zum Beispiel? Würzburg gehört mir. Aschaffenburg? Hier, Mainz. Warum kann ich keinen Anspruch darauf fingieren? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe zwei Provinzen bei Aschaffenburg. Also ich habe schon Anspruch drauf. Hä? Hä? Weil mir jetzt gerade Flachsen? Checke ich jetzt gerade irgendwas nicht? Oder liegt es daran, dass sie mit mir gegen mich in der Koalition sind? Warte mal. Okay, warte mal. Ulm. Ulm hat aktuell 0. Okay, da habe ich jetzt gerade erst gestartet. Augsburg, okay, pass mal auf kurz, Braunschweig, Göttingen, okay, pass auf, so. Ah, Tatsache. Hier habe ich... Warte, kurz mal endpausieren, warte, ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, was es ist, weil eigentlich... Hä? Ich habe mir jetzt gerade Flachsen, Alter. Okay, das ist der Koalitionskrieg, den wir brauchen, in Anführungsstrichen, den wir brauchen, also eigentlich brauche ich ihn nicht, ich könnte darauf verzichten. Jetzt ist das Ding. Ich werde jetzt quasi den Krieg... wir müssen ja Krieg führen. Und das wird ja quasi auch der Krieg gegen diese Koalition. Diese Koalition ist big. Das ist eine big Coalition. Jetzt ist aber das Ding. Dadurch, dass ich eine relativ hohe Entwicklung habe in manchen Provinzen bereits, denke ich, die können mir auch nicht alles wieder nehmen. Dass ich jetzt richtig verstehe oder sehe. Weil das ja auch relativ teure Provinzen sind, die ich jetzt hier teilweise habe. Warte, man konnte doch auch die Entwicklung wieder senken, ne? Lass mich mal kurz was gucken, den Onkel da. 5000 Rekrutenreserve. 197 Dukaten. Ist halt Ansbach, ne? Okay, ja, wird spannend. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr mit dabei seid. Kriegserklärung gegen Aschaffenburg. Hä? Also, 6. Dezember. Gut, so lange kann ich jetzt auch noch kurz warten. Ja, dann geht's los. Oh Gott. Scheiße. Oh, um Himmels Willen, Leute von heute. Machen direkt zwei Armeen kaputt. Wir machen die Armee von Goslar kaputt, wir machen die Armee von Mainz kaputt. Ich hoffe mal, in beiden Fällen gibt es eine vernichtende Niederlage. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und was wir jetzt hier machen, ist tatsächlich, wir gehen defensiv. Klingt jetzt erstmal komisch. Fragt man sich bestimmt, okay, why that? Aber wir gehen jetzt erstmal defensiv tatsächlich. Wir versuchen jetzt erstmal die Schlachten zu gewinnen quasi. Bisschen Zeit auch zu schinden. Ideentechnisch haben wir ja alles freigeschaltet. Wir müssen jetzt eigentlich super starke Truppen haben, die da hoffentlich in der Lage sind, diese Koalition gegen uns zu besiegen. Österreich ist übrigens auch rein theoretisch Koalitionsfleisch. Nürnberg hat sich übrigens rausgehalten. Ich glaube, Nürnberg war eigentlich auch in der Koalition drin, oder? Oder war es Regensburg? Problem übrigens an diesen Koalitionen ist, dass die meisten keinen Separatfrieden schließen können. Beziehungsweise Koalitionsmitglieder können keinen Separatfrieden schließen. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen leider bis zum letzten Mann hier kämpfen. Wir verringern mal den Unterhalt. Ne, was? Ah, ich habe kein Geld. Okay. Gut, dann machen wir kurz weiter. Schauen wir mal, was der Feind jetzt hier so bringt. Erstmal gar nichts. Dann holen wir uns mal nebenbei Aschaffenburg. Ah, okay, jetzt geht's los. Da kommt der Feind. Da unten kommen ebenfalls Feinde. Was ist denn hier los? Landshut gewährt. Allen Zugang. Ja, ja, klar. Das sind so richtige Nutten. Die gewähren auch mal allen Zugang. Der war geiler, als es geplant war. Wir haben was im Monat? 800? Okay.
Ich hab. Seit wann erhalte ich denn 800 im Monat? Habe ich so viel Gebiete erobert? Krass. Oh. Okay, wir haben die Armee in Rotenburg aus Versehen sowas von hart platt gemacht, dass es nicht mehr feierlich ist. Tut mir echt leid. Miskusi. Kriegssieg gehört auch uns. Ja, das wird ein langer Krieg. Die haben... Ah ja, okay. Die haben 220.000 Mann. Kann man mal machen, ne? 220.000 Mann kann man machen. Jedenfalls Kriegsziel haben wir. Das tickelt natürlich für uns hoch. Verlust am aktuellen Litten 800. Die haben schon 23.000. Huch, ich habe keinen General. Alter, sogar habe ich das noch rechtzeitig gesehen. Wir schauen mal ganz kurz. Okay, der ist Müll. Der ist auch Müll. Der ist geil. Alter, ist das eine Maschine. So, pass auf. Dann schmeiß ich mal ein paar Unfähige raus. Dich und dich. So, der ist jedenfalls richtig geil. Ist auch 3-Sterne-General. Das ist eine richtige Maschine. Oh, ich weiß nicht. Okay, wir schauen mal kurz. Also, Disziplin 130, Moral 6.5, Taktikwert 1.9. Das sieht auf alle Fälle nach einem Sieg aus hier, ja. Ah, wobei. Ah, da haben dann doch nochmal 1300 Mann verloren. Was geht hier ab, Alter? Schau ich mir die ganzen Truppen dann. Da kriege ich einen Anfall. Scheiße. Ist halt das Problem, dass diese... Wie viele Truppen da überall sind. Geht ihr mal dorthin? Wir merchen uns hier einfach mal kurz. Vielleicht kann man das mit Schlachten ja entscheiden. Okay. Komplett ausgelöscht. Kaum Verluste. Jetzt gehen wir dorthin nach Aschaffenburg. Versuchen das Ganze zu wiederholen. Und dann müssen wir da oben hin. Und. Okay, sehr gut. Okay. Haben am Ende dann auch nochmal 1500 Mann verloren. 30.000 Mann bei feindlicher Seite. Sehr gut. Ja, 160.000 Mann nur noch. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir da oben natürlich noch feindliche Armee. Da schicken wir unseren 3-Sterne-Boy hin. Ihr geht nach unten. Jetzt haben wir auch noch Probleme mit Rebellen. Also jetzt scheiße läuft dann richtig. Problem ist natürlich... Oh Gott. Ah, die haben auch noch gut gewürfelt. Oh, wir haben 2.000 Mann verloren. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. So hohe Verluste zu erleiden ist nicht gut. Jetzt natürlich im Laufe der Zeit, natürlich dadurch, dass dieser Krieg auch schön lange dauert, verlieren wir natürlich auch wieder AE. 4,6 im Jahr aktuell. Und was natürlich noch viel geiler ist, wir bekommen weiterhin natürlich wunderbare Machtpunkte. Okay, wir werden auf alle Fälle Probleme mit Rebellen bekommen. Es bringt mir nicht so viel, die alle einzeln anzugreifen. Man könnte jetzt natürlich noch nach Mainz gehen. Auf der anderen Seite werde ich das auf alle Fälle nutzen, so ein bisschen. Ah, das ist eine feindliche Armee. Ich werde es ein bisschen nutzen. Und werde einfach ein bisschen auch die Zeit schinden, quasi. Sofern das möglich ist, in Anführungsstrichen. Einfach ein bisschen gucken. So, Autonomie verringern kann ich aktuell leider nicht mehr. Was ist mit Fulda? Was ist euer Problem aktuell? Noch kein Chorstart. Wir coren jetzt aktuell noch ein paar Gebiete. Würzburg. Fulda. Wird noch gecored. Oh, da unten sind wieder lauter Feinde. Gar nicht gesehen. Da sind auch noch Feinde. Ey, ja, ja, ich sehe. Ich schwöre, die kommen von allen Seiten, ne? Oh, ja. Gut. Das einzige Gute ist dadurch, dass wir wirklich so enorm starke Truppen haben. Enden diese Schlacht. Ah, jetzt haben wir schon ein Gebiet verloren. Ah. Okay, die ist noch eine zweite Armee gleich reinmarschiert. Wir verlieren überall, wir verlieren da 1000. Man sieht es auch, wir kriegen unsere Rekrutenreserve nicht wirklich hoch aktuell. Und die Feinde nahen auch immer wieder von allen Seiten hier. Kurz da unten unsere Provinz zurückerobern. Oh Gott, da haben sie sich schon alle gesammelt. Wie viele Truppen haben die denn noch? 180, die bekommen einfach wieder, die verlieren 180.000 Mann. Schau, die haben schon 200.000 Mann fast verloren. Die haben trotzdem noch die gleiche Manpower wie vorher. Oh, das könnte interessant werden, weil ich jetzt gerade mit 18.000 Mann 40.000 Mann angreife. Oh, fuck. Oh, Gottes Himmel, ey.
Der Herrgott danke mir für meine Moral und meine Disziplin, ey. Oh Gott, ich weiß ja nicht, ob wir die gewinnen. Doch, wir haben sie gewonnen. 1500 Mann gegenüber 21.000. Okay. Provinz haben wir zurückerobert, 17% Warscore. Und das ist jetzt noch eine relativ kleine Koalition, da muss man sagen. Wir haben hier keine Major-Nationen drin. Da ist kein Frankreich drin, kein Aragon, kein Spanien, kein Ungarn, Litauen, Polen, Schweden, Dänemark, England, nichts. Das ist nur eine kleine Koalition aus besorgten Stadtstaaten des Heiligen Römischen Reiches. Und wir strugglen. Schau mal, meine Manpower geht in den Keller. Das ist nicht zu unterschätzen. Jetzt habe ich auch noch natürlich Rebellen. Jetzt hatte ich vielleicht gehofft, dass die Rebellen irgendwo da spawnen, wo feindliche Truppen umherlatschen. Die hätten sie nämlich angreifen müssen. Wieder 1500 Mann verloren. Das ist nicht lustig, Leute. Das. Auf lange Sicht würden wir den Krieg so verlieren, tatsächlich. Auf lange Sicht würden wir ihn so verlieren. Ansbach, nächste Revolte. Die sammeln sich wieder da oben. Diese aktuellen Verteidigungsspielchen so ein bisschen. Würzburg wurde gekort. Fulda wurde gekort. Machen wir gleich eine. Bin ich über dem Regierungslimit? Habe ich das eigentlich richtig gesehen? Tatsache, krass. Was ist denn das? Kostenstabilität, Beziehung verbessern, verschlechtert sich, Kosten Kernprovinzen aus. Wisst ihr, was das Ding ist? Ich habe mir auch schon wirklich überlegt, ob es nicht ein Fehler war, die Beziehung verbessern reinzunehmen. Ich habe mir überlegt, ob es ein Fehler war. Ich hätte vielleicht doch lieber Autonomieverringerung oder so reinnehmen müssen. Da wir nämlich früher oder später sowieso jetzt, also wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir eigentlich nie was gegen unsere AE machen werden können. Deswegen wäre es vielleicht klüger gewesen, was für die Autonomie zu tun. Wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich versteht ihr, was ich meine. Ihr seid intelligente Geister. Aber gut, ist jetzt natürlich abgefahren, dieser Zug. Autonomie werden wir nachher dann überall natürlich nochmal senken. Aber ich habe übrigens nochmal auch überlegt, weil es ein bisschen chaotisch sonst wird immer, dass wir nach dem Krieg zumindest ein Jahr in Anführungsstrichen Frieden haben dürften. Nicht müssen. Also ich kann das natürlich auch verweigern und trotzdem direkt Krieg führen, aber wir haben, oder ich habe, die Möglichkeit, ein Jahr Frieden zu führen, einfach nur damit wir halt quasi kurz Zeit haben, ein bisschen zu organisieren, ein bisschen zu bauen, ein bisschen Sachen zu machen, ganz entspannt. Und ja, dieser 400-jährige Krieg, der läuft ja indirekt raus. Also wie gesagt, was ist ein Jahr Pause zwischen 400 Jahren Krieg? Also, das ist, ich denke mal, ihr versteht mich da. Der 400-jährige Krieg, weil auch die anderen Kriege, 70-jährige Krieg, 100-jährige Krieg, da gab es immer mal wieder ein bisschen. Ja, ihr wisst, was ich meine. 30-jährige Krieg, 70-jährige Krieg, etc. Keine Ahnung, 100-jährige Krieg. Da gab es immer wieder Phasen, da gab es dann keine Schlachten mittendrin. Da war dann mal ein bisschen wieder Schicht im Schacht für ein, zwei Jahre, wo es keine Kämpfe gab, wo es keine Auseinandersetzung gab. Was kämpfen die denn da oben so hart, ey? Scheiße, ich hab nur noch 5000 Mann. Jetzt wird's dann ernst gerade. Okay, das ist auch ganz nice eigentlich. Machen wir das hier. Wir haben eh schon fast alles freigeschaltet. Mein World Conquest wird noch so eine Geschichte, ey. So. Jedenfalls aktuell ist hier ein bisschen Ruhe eingekehrt, so ein bisschen. Ey, die Leute jetzt ohne Witz, wie machen die denn das? Die pumpen immer wieder mehr Truppen raus. Die bekommen einfach nonstop Truppen wieder rein, halt. Die wollten mich doch verarschen. Okay, wir haben unsere Einnahmen verdoppelt. Auch unsere Rekrutenreserve steigt jetzt auf 1000. Ist auf 1000 gestiegen im Monat. Okay, wir besuchen wieder unsere Freunde da unten. Da unten sind noch mehr Freunde von uns. Oh Gott, das ist eine große Schlacht hier. Oh, wir haben 2000 Mann verloren. Ah. Leute, mein General ist scheiße. Nehmen wir ihn. Er ist besser. Auch einen besseren General. Okay, ihr habt eure Schlacht da unten auch gewonnen. Man sieht es auch, die Manpower tickt immer weiter runter. Ich weiß natürlich auch, es gibt Möglichkeiten, dass man negative AI stacken kann. Also es gibt eine Möglichkeit, da entlässt du quasi Provinzen, machst sie dann quasi zu deinem Untertan, startest das Annektieren und wenn das fertig ist, das Annektieren, also kurz bevor ihr das dann quasi ausführt oder bevor es dann fertig ist, geht ihr dann quasi her und verliert dann quasi den Krieg und gebt dann quasi diesen Untertanen der Koalition und dann sinkt eure AE ganz stark und wenn ihr dann das Gebiet annektiert, gehört es trotzdem wieder euch. Also es ist eher ein Bug. Ich weiß sogar, ob der mit der aktuellen Version noch funktioniert. Ich glaube schon. Könnt ihr quasi die Koalition den Krieg gewinnen lassen, könnt den quasi euren ehemaligen Untertanen geben, den ihr allerdings gerade annektiert und bekommt dann die Gebiete quasi zurück.
Und verliert dann auch massiv an AE. Aber das mache ich hier nicht, weil es einfach blöd wäre. Und das wird auch keinen Sinn machen. Also es ist, da halte ich nichts von gerade. Das wird es zu einfach machen, glaube ich. Ansbach hat den Kardinal jetzt verloren. Schau, die sind doch gar nicht so dumm. Die marschieren auch immer von Nord nach Süd, ne? 947 im Monat. Ja, ja. Gäb's denn für Pirater? Festungsverteidigung. Der kostet mich 6. Komm, mach mal Festungsverteidigung plus 20%. Was gibt's noch? Steuereinnahmen hauen wir auch nochmal mit drauf. Die sind ja nicht so teuer, das geht ja noch. 11,25 im Monat. Vor allem Festungsverteidigung plus Ding. Oh Gott, das sind schon wieder so viele Truppen. Hier marschiert man dorthin. Was ist da unten los? Gegen 20.000 Mann. Also die Schlacht haben wir hier natürlich gewonnen. Die gehen da unten lang. Fangen wir mal dort ab. Oh, hier der nächste Sieg. Okay, sehr gut. 1.300 gegen 20.000. Das ist schon eher mein Geschmack hier. Die sind da oben hin auf dem Weg. Abfangen. Oh Gott. Eieiei. Ich bete für gute Würfel. Okay, wir haben... Ne, das war eine andere Schlacht. Die Schlacht läuft noch und... Oh Gott, das sind das Verluste. Scheiße. 100.000 Mann sind da einfach. 100 fucking 1.000 Mann. Und die haben uns 5.000 Mann gekillt, 6.000 Mann gekillt. Das ist gleich das Ende für meine Manpower, ungelogen. Das Ding ist, wir können noch nicht mal Frieden schließen, tatsächlich. Geil. Schön. So, pass auf. Das Ganze kostet gar nicht so viel, wie ich mir vorstellen würde. Ja, wir würden annehmen, wenn... Hä? Achso, Fulda würde ich den geben. Fulda, Erfurt. So, das wär's dann. Jetzt können die gar nicht mehr haben. Weil ich... Weil die würde es dann quasi selber AE bekommen oder was? Ach, egal. Wir werden jedenfalls nicht aufgeben. Also, so weit kommst du, dass ich jetzt hier aufgebe oder so ein Blödsinn. Wir gehen wieder zurück. Wir halten uns hier wieder bedeckt, regenerieren unsere Reserven wieder. Ah, ich hasse euch, ihr dreckigen Hundesöhne. Ah, jetzt haben sie 170.000 Mann. Haben 20.000 Mann irgendwie verloren. Also, sie haben schon Verluste gemacht von 324.000. Ey, Leute, ich feiere das überhaupt nicht, ne, was hier abgeht. Habe ich hier wieder 2.000 Mann verloren gegen Rebellen. Das ist doch ein Witz. 2.376 Mann. Wir machen es jetzt anders. Rebellen unterdrücken... Gar keinen Bock auf die Typen aktuell. Ja, wir können natürlich auch die Einnahmen schön erhöhen. Langfristig natürlich auch ein Muss. Aber erstmal, ich überlege vielleicht sogar Söldner anzuheuern. Würde das Sinn machen? Ah, ich habe nicht mal Geld dafür. Das ist viel zu teuer. Wohin seid ihr des Weges? Keine Ahnung. Ich fange euch kurz ab und mache euch kaputt. Alter, rekrutieren ja eh mal ganz fleißig neue Truppen alle. Tod eines Händlers. Was? Prestige plus 1 brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber die Kohle. So, die Frage ist, wann werden sie sich wo wieder sammeln? Da oben sammeln sie sich auf alle Fälle. Das ist nur eine kleine Armee, die können wir auf alle Fälle abfangen. Ha? Wobei, so klein ist sie nicht mehr. Ah, da kommen auch wirklich gleich wieder alle auf einmal, ne? Die haben noch einen Überquerungsmodus, glücklicherweise. Macht es auch ein bisschen einfacher für uns. Feindliche Seite mit 18.000, wir haben 1.400 verloren. Ich feiere das gar nicht. Oh Gott, da ist der Feind. Marschieren mit beiden Armeen dieses Mal dorthin. Müssen wir einfach nur Aschaffenburg verteidigen. Der Rest ist ja wurscht. Auf dem Weg dorthin nochmal zwei Armeen zerstört. Und jetzt geht's dann nach Aschaffenburg. Ja, diesmal haben wir 36.000 Mann im Feld. Oh Gott. Wieder 2.500 Mann verloren. Es ist eigentlich so das Warten auf dem Schlachter eigentlich aktuell. Also du wartest eigentlich drauf, dass du geschlachtet wirst. 160.000. Ja, auf alle Fälle mal Truppen verloren. Und ich hoffe auch, dass die Rekruten... Ich weiß nicht, was die Regeneration ist aktuell, was sie da so haben. Aber die haben zum Beispiel 20.000 in der Reserve. Erhalten die eigentlich auch Drill durch die ganzen Schlachten? Nee, das ist auch ein bisschen blödsinnig, ne? Kommt mir jetzt erst. Das ist eigentlich total dumm, dass die keinen Drill erhalten. Warum mache ich denn eigentlich Verlust gerade? Achso, weil meine Truppen natürlich so viel Verlust erlitten haben. Ja, Frieden verhandeln. Das wäre jetzt aktuell... Okay, White Peace wäre schon mal möglich, aber ich möchte Aschaffenburg. Ja, ich müsste natürlich rein theoretisch auch Mainz noch besetzen.
Aber erstmal besetzen wir gar nichts mehr, weil wir so hart auf die Schnauze bekommen haben. Aktuell. Ungelogen. Nicht feierlich. Was ist das hier eigentlich? Unruhe. Ist überall sehr entspannt tatsächlich. Autonomie auf 0 ist leider nur in meinen Hauptprovinzen. Ansonsten hier ist 10. Investieren wir mal da ein paar Punkte rein. Da auch nochmal ein bisschen was mit rein. So. Ah, wieder plus 10. 972 geht hoch auf. Auf. Wieder ist es gleich geblieben. Ich habe doch sogar Militärpunkte investiert. Hallo? Wollen Sie mich verarschen? Wir haben nach wie vor Aschaffenburg. Aber das wird uns nicht viel bringen auf lange Sicht. Leider nicht. Einzig Gute ist, wir haben jetzt dann erstmal ewig lange Waffenstillstand mit den ganzen Geiern. 15,33 wieder. Die sammeln sich jetzt wieder neu. Da kommen sie schon. Da kommt Köln. Ah, in Kombination mit all den anderen Hunden. Oder? Ne, nicht mal. War nur kleine Gang. 900 Mann verloren. Müssen wir wieder einen Monat regenerieren. Da sammeln sie sich. Pass auf, Abfangkurs. Abfangkurs bei Goslar wird abgefangen. Also wird, haben sie hier... Ach Gott, ihr Hunde. Mann. Die gehen mir auf die Eier. Das glaubt ihr gar nicht. Okay. Warte mal ganz kurz. Könnt ihr dorthin? Ja. Okay, sehr schön. Nochmal ein paar Truppen abgefangen. Unten die Schlacht haben wir auch. Oder noch eine Schlacht haben wir gewonnen. Ah, das ist eine größere Geschichte da unten. Aber die gewinnen wir auch wieder. Oh ja. Jetzt ist auch wieder fast 20.000 Mann verloren. Eine 20er KD ist ja echt cool und so, aber... Ah. Jetzt klauen die mir Dingenskirchen da. Scheiße. Das ist schlecht. Wenn die mir, weil jedes Mal, wenn die mir Gebiete klauen, verliere ich ja da auch die, ich kriege ja keine Manpower mehr raus und so, ne? Oh Gott, jetzt haben sie sich aber wieder richtig zusammengefunden, um mich hier zusammenzuschlagen. Haben auch wieder 180.000 Manpower, ne? Das ist, ich feiere das ja gar nicht mehr jetzt in der Zwischenzeit. So, ihr kommt hier zur Hilfe. Wir marschieren euch einmal mit beiden Armeen dorthin. Kurz bevor sie da fertig sind mit der Belagerung. Okay, ihr mit hin. Masse statt Klasse. Oder in unserem Fall Masse und Klasse. Wir haben 1500 verloren. Die haben 20.000 verloren. Das geht leider noch aus ihrer Sicht. Ach Gott, wie Heuschrecken. Ohne Witz, wie Heuschrecken. Kurz unterdrücken, diese Spinner da. Was sagt denn die AI aktuell? Geht. Österreich mag mich sogar wieder ein bisschen. Ungarn und Co. Die sind auch alle wieder sehr entspannt. Gut, nächster Sieg. Genau, jetzt räumen wir kurz da unten auf. Jawohl, 22 tot und nochmal 15.000 tot. Voila, Alter, das sind mehr Tote als im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Langsam aber sicher, ne? 120.000 Mann haben sie noch. Ah, geht jetzt vielleicht doch mal irgendwann die Rekrutenreserve aus? Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ich habe jedenfalls genug Zeit. Denn trotz allem tickt die Zeit, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit wieder eher ein bisschen für uns. Weil wir natürlich wieder wirklich fast keine Rekrutenreserve haben. Mainz belagern wäre eine Möglichkeit. Problem ist, Mainz hat eine... wobei hat nur eine Einerfestung. Vielleicht auch nochmal nach Mainz zu Besuch. Gleich ist 1468. Nächstes Jahr ist vorbei. Ja, die müssen jetzt aktuell sich wieder ein bisschen sammeln. Ah, nächsten umgebracht. Kann dann in die Offensive gehen. Die kriege ich nicht, ne? Da drüben in Landshut vielleicht. Da kriege ich ja nur 1000 Mann. Da unten sind 15.000 Mann, wenn man sie... Ah, ne, nur 7.000 Mann, aber trotzdem. Wir jagen die jetzt quasi mal so... Ah, okay, da oben sind die wieder. Kurz wieder da oben hineilen. So, die haben wir auch umgebracht. Dann gehen wir mal weiter nach... Ne, gehen wir nicht, okay. Der Klerus verliert Macht. So muss das. 53% Warscore. Natürlich durch die Schlachten. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit 43.000 Mann verloren. Die haben 580.000 Mann verloren. Da haben wir schon wieder 200.000 Manpower, natürlich. Also, die regenerieren sich so unnormal krass schnell. Österreich ist Großmacht geworden. Wir übrigens auch. Wir sind sogar die zweitstärkste Nation der Welt, interessanterweise. Das muss aber auch erstmal schaffen.
Also jetzt hier mal von unserer Seite aus, innerhalb von so kurzer Zeit auf Platz 2 der Weltrangliste zu sein, mit ein bisschen Chidimiti, so ein bisschen guten Herrscher. Oh, schau mal, die kämpfen auch noch gegenseitig. Das ist doch nice. So mag ich das doch. Nur werden wir hier niemals einen richtig großen, fetten Sieg erringen können. Sehr schön. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Mühlhausen. Auf alle Fälle gucken, dass wir dann, ne, vielleicht eine dritte Armee wäre nicht so schlecht auch, langfristig. Eieiei. Da sind schon wieder 60.000, 70.000 Mann, die jetzt wieder alle Aschaffenburg zurückerobern. Ich glaube tatsächlich, wir werden hier einen One-Province-Frieden schließen, in dem Fall. Weil, ja, warum nicht? Ist eine Koalition. Haben versucht, die Koalition zu triggern. Ein bisschen Zeit. Also wir werden bis 1469, würde ich sagen. Wir kämpfen bis 1469. Ich habe einfach 1700 Mann verloren hier. Warum verliere ich manchmal so viele Männer? Manchmal sind meine Leute richtig unfähig, leider. Muss ich gestehen. Manchmal sind die richtig unfähig. 11.37. Meine Einnahmen sind auch wieder in den Keller gegangen. Hängt aber damit zusammen, dass wir so viele Truppenverluste haben und die quasi das Auffüllen ist relativ teuer. Leider. Was? Bayreuth ist eine Handelsliga? Okay. Was? Magdeburg möchte einen Frieden. Okay. Einfach so. Magdeburg hat einfach Frieden mit uns geschlossen. Was mit Rothenburg? Kriegsreparation. Achso, die wollen nichts oder was? Also, ein White Peace? Wo ist Rothenburg? Ein White Peace? Nichts, okay. Ansonsten kann ich ja leider keine Separatfrieden schließen, ist ja das Problem. Das ist ja das Hauptproblem. Aber immerhin haben wir schon mal einen mit rausbekommen. Kastilien hat sein goldenes Zeitalter eingeläutet, dürfen sie gerne machen. Ah, das ist viel zu teuer aktuell. Also wir sind jetzt aktuell auch wirklich so weit in der Zukunft. Ha? München möchte auch einen weißen Frieden schließen. Na dann. Finde ich in Ordnung. Ne, so können wir es gerne weiterlaufen lassen. Wenn die jetzt hier alle anfangen, hier rumzuheulen und weiße Frieden anzubieten, dann bitte. Ah, das kann natürlich auch sein, dass jetzt in der Zwischenzeit hier schön Rebellos, ne? Kriegsmüdigkeit ist enorm hoch bei vielen. Hohe Kriegsmüdigkeit steht eben auch häufig für Aufstände, Rebellen und andere Probleme. Was ich natürlich sehr begrüße. So, nächster Sieg. Vor allem diese ganzen Verluste, die sie erleiden, ne? Das kommt ja auch noch mit dazu. Diese ganzen Verluste, die tun richtig weh. Deswegen haben die auch alle schon so hohe, Kriegsenthusiasmus ist überall im Arsch. Die Kriegsmüdigkeit von 20 bringt zum Beispiel plus 20 Unruhe. Also, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es hier auch bald überall bei denen Aufstände geben wird von Rebellen. Also das, was ich eh schon die ganze Zeit habe, werden die jetzt dann auch bald haben. Was ich sehr begrüße, mal wieder. Okay, da der nächste Sieg. Sehr schön. Wieder komplett 23.000 Mann beseitigt. Nächstes Friedensangebot, dieses Mal aus Rothenburg. Wie sie alle kneifen. Geil. Finde ich cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das dann doch noch so gut hinkriegen. Aber da ist dann doch die Kriegsmüdigkeit etwas zu hoch, würde ich sagen. Natürlich kämpfen wir bis zum letzten Mann. Und zwar nächste Folge. Da geht's weiter mit dem ersten großen Koalitionskrieg, der jetzt hier schon seit 4 Jahren läuft. 5 Jahre gleich. Verluste von uns bereits 55.000, feindliche Seite um die 700.000. Einige sind schon raus. Logischerweise, die machen sich ins Hemd. Und die Friedensverhandlungen, die wären nachher grausam. Also eigentlich nur für Mainz, weil die werde ich komplett schlucken müssen. Ist ja eigentlich das Ziel. Ah, mit Österreich ist es auch mal unter Dings gefallen. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen, bis in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.